Was geht, Leute? Heute ist Donnerstag, Vatertag, Christi Himmelfahrt. Und ich hatte gestern den Brusttag, den Pushday abgefilmt. Heute steht bei mir, beziehungsweise bei Walid und mir, er ist heute auch dabei, wieder dabei, Pull an, das heißt Rücken, eigentlich hintere Schulter und Bizeps, aber ich habe noch eine krasse Verspannung im Rücken, im Trapezius, im mittleren Teil. Daher probiere ich den oberen Rücken ein bisschen rauszulassen, also ich trainiere nicht, möglichst nicht isoliert, sondern probiere mich wirklich eher auf den Latissimus zu konzentrieren, dass sich das immer noch nicht so optimal anfühlt. Da habe ich jetzt seit ungefähr 4 Wochen mit zu kämpfen. Black Roll, Physiotherapie, alles schon gemacht und probiert, wird auch besser. Es bessert sich, aber ja, ich trainiere halt. Und Kniebeugen, klar, es ist halt eine Ganzkörperübung, genauso wie Sumo-Kreuzheben, geht halt immer teilweise irgendwo auch in den oberen Rücken. Von daher geht das halt Stück bei Stück bei mir. Habe auch mal öfters jetzt ausgesetzt, mal 2-3 Tage. Aber wie ihr alle wisst, wir sind süchtig. Und dementsprechend fahre ich jetzt zum Rückentraining. So, live dabei mit Walid, heute Pull-Day. Machen wir alles? Alles, was den Rücken ballert. Rücken, Ruderzug, Glattzug, Klimmzüge. Denk sowas. Und Bizeps. Ja. Ja? Top, Digga. Ich würde euch fangen an mit Ruderzug aufwärmen. Und dann schauen wir, was geht. We'll be right back.